Guten Morgen. Wir sind gestern die Transalpina raufgefahren auf eine Höhe von ca. 500 Meter und haben hier einen Parkplatz im Park von Mike gefunden. Es war für die Nacht ziemlich kalt. Es ist abgekühlt auf 6 Grad. Aber dafür haben wir eine Heizung, dass wir uns dann trotzdem im Auto recht wohlfühlen. Ja, das Wetter ist heute leider auch nicht ideal für die Fahrt, aber wir fahren es trotzdem. Die Panoramastraße Transalpina, sie verbindet die Walachei im Süden mit Siebenbürgen im Norden und ist die höchstgelegenste mit dem Auto befahrbare Passstraße Rumäniens. Sie führt uns über den Urdele-Pass, der ist 2145 Meter hoch und ist insgesamt 150 Kilometer lang. Die gesamte Strecke ist asphaltiert und ist allerdings nur Juli, August und September geöffnet. Ja, wir versuchen jetzt unser Glück, hoffen, dass wir trotzdem ein paar schöne Ausblicke haben, wenn es auch ziemlich bewölkt ist heute. Wir werden sehen. Also wenn sie die Wolken lichten, ist das ein herrliches Panorama. Ganz toll. Mittlerweile haben wir volle Sonne, 12 Grad und jetzt gibt es einen Einkehrschwung, Latte Macchiato. Also die Transalpina, das ist eine super schöne Straße, einfach nur zu empfehlen, aber es ist auf 3,5 Tonnen beschränkt. Ja. Und da dann nicht mehr oder nicht größer fahren als mit den 3,5 Tonnen. Ja, manche Kurven sind schon ziemlich eng. Enge Queren sind. Ja, und steil zum Teil. Alles geteert und alles wunderbar, sonst zu fahren. Also wirklich wunderschön war das heute. Landschaft, ein Traum. Unbedingt fahren. So, jetzt lassen wir es uns schmecken. Frau Kraft, hast du eine Spezialität? Ja. Mmh, ja, das ist aber fein. Schau mal, was du da isst. Oh, da ist Käse drauf schon. Ja. Okay, thank you. Oh. Thank you. Thank you. Jetzt, der Gesicht. Oh. So kommt was. Mm. Hm? Mm, lecker. Echt?
Ja, Gott. So, nach der wunderschönen Passstraße Transalpina sind wir jetzt in Raparusi. Ich glaube, der Stellplatz ist auch nicht schlecht. Wunderschön. Allerdings etwas schwer zu erreichen. Also es ist nicht unbedingt notwendig, dass man Allrad hat, aber es wäre nicht schlecht. Der hat es allerdings auch ohne Allrad geschafft. Respekt. Give me a reason to get out of bed. I need a minute to think, or maybe two. Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade, let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. Guten Morgen. Guten Morgen. Eigentlich wollten wir in Raparusi bei den Roten Felsen übernachten. Haben wir dann einen negativen Beitrag gelesen vor 6 Wochen. Ist dort ein Pärchen überfallen worden. Also bewaffnet und der Raub überfallen und dann geschrieben, dass dann praktisch alles abgenommen worden ist. Deswegen haben wir uns unentschieden und wir packen von Neid einen Platz bei einem kleinen Obstbauern gefunden. Es ist ein neu erbauter Campingplatz. Die Toiletten und Sanitäranlagen, alles sauber. Und ansonsten. Ja, also Raparusi wäre eigentlich recht schön gewesen zum Stehen. Wir sind dort ein bisschen gewandert. Das sind so Sandsteinformationen, so Felsen, also Pyramiden und Säulen. Und ja, sieht eigentlich aus wie in Nordamerika, die Badlands. Ja, aber leider, wie gesagt, wollte man dann das Risiko nicht eingehen, dass wir vielleicht dann auch irgendwie so eine schlechte Erfahrung machen. Es steht schon ein Schild dort, wo die Polizei empfiehlt, dass man alle Wertsachen aus dem Fahrzeug nimmt, wenn man das Auto verlässt. Und ja, Überfälle passieren, wenn dann meistens dort, wo man Touristen vermutet. Und dort sind Touristen. Das war ziemlich abseits. Und sehr abseits, eine schlechte Lehmpiste auch dorthin. Es ist schön zum Anschauen, aber wie gesagt, für die Nacht war es uns dann doch zu riskant. Ja, nichtsdestotrotz, heute geht's weiter. Jetzt gibt's Frühstück und dann geht's in einen unterirdischen Salzstollen. Wir fahren nach Turda in eine Salzmine mit See. Da machen wir eine Bootsfahrt. Da kann man mit dem Ruderboot fahren. Die schauen wir uns jetzt heute mal an. Dann geht's los, oder? Nach dem Frühstück. Nach dem Frühstück. Okay. Sollte man das Frühstück schmecken. Angekommen am Parkplatz von der Turda Saline. Ich glaube, der Tag ist heute schlecht gewählt. Heute ist Samstag. Es ist extrem viel los. Na, schauen wir mal. So, und jetzt geht's los. Ab in die Tiefe.
not the one that you've been dreaming of. The dirt underneath my fingernails and worn out shoes. I never thought that I would fall for someone like you. An uptown girl without a single care in the whole wide world. But I don't wanna run away from you. You can't control who you fall for. No. When the world is asleep, then we can be the secret life that we share. Stars and the moonlight. Guten Morgen. Wir sind da gestern so einen Feldweg raufgefahren, also eine Forststraße. Und das haben wir den super guten Tina Toast gefunden. Also es ist ein Trönchen. Nur Kühe sind im Anmarsch. Und die Maja regt sich mal wieder auf. So, ja, wir wollen euch noch ein bisschen was über die Saline von gestern erzählen. Also wenn ihr es aussuchen könnt, versucht, dass ihr nicht Samstag oder Sonntag hinfahrt, denn es war wirklich extrem viel los gestern. Es ist da nicht ganz so schön. Also es war trotzdem schön, aber besser ist natürlich, wenn nicht so viel los ist. Ja, der Eintritt kostet zwischen 10 und 12 Euro. Genau wissen wir das jetzt nicht, da sind wir nicht ganz schlau draus geworden aus der Tafel. Mit Rentenausweis oder Schwerbehindertenausweis zahlt man dann nur die Hälfte, also 6 Euro haben wir bezahlt. Und Und Hunde dürfen nicht mit rein? Hunde dürfen, genau. Das war ja nichts für die Hunde, das ist ja, alles salzig. Die Durchschnittstemperatur in der Saline beträgt 10 bis 12 Grad, also für die Verfrorenen besser leichte Jacke mitnehmen. Ja, die Saline ist 128 Meter tief. Über zwei Etagen. Ja, man kann also über die ersten 13 Etagen, muss man sagen, geht Glasaufzug runter. Dann ist man also auf der mittleren Ebene. Da gibt es dann auch die Möglichkeit, Minigolf zu spielen, Billard zu spielen, mit dem Riesenrad zu fahren. Ja. Für die Kinder gibt es jede Menge Spielmöglichkeiten. Und dann geht es nochmal 13 Stockwerke runter mit dem Aufzug. Dann ist man am Salzsee unten angelangt und da kann man eben dann mit dem Ruderboot fahren. Oder das haben wir auch gemacht. Genau. Kostet 30 Lei. Also 6 Euro für 20 Minuten. Ja, wenn man schon mal hier ist, sollte man das, glaube ich, auch mitnehmen. Wie gesagt, die Saline ist 128 Meter tief. Der Salzsee ist 8 bis 10 Meter tief und hat 269 Gramm Salzgehalt pro Liter. Also ist schon sehr viel. Reinlegen und schwimmen. Darf man nicht. Ja, uns hat es gut gefallen. Wir werden jetzt frühstücken. Und dann haben wir beschlossen, dass wir heute mal einen Tag Urlaub machen. Heute ist Sonntag. Wir werden wahrscheinlich an den See fahren. Mal schauen, wie viel Menschen, die unterwegs sind, irgendwo finden wir schon Plätzchen. Lass mal die Segel baumeln. Genau. Oh mein, ein bisschen Pause für heute. Ja.
Distanz. Maja, gib Ruhe, bitte. Alles gut, alles gut. Jetzt sind wir am See angekommen. Da werden wir jetzt heute mal den ganzen Tag faulenzen, die Sonne genießen. Übernachten kann man hier, also können wir hier leider nicht, weil wir keine Keile dabei haben und das ist so schräg. Das geht gar nicht. Wir machen uns heute auf den Weg nach Sapanta, besuchen dort erst ein Kloster und dann den fröhlichen Friedhof.
sitzen wir am fröhlichen Friedhof in Zapanta, passend zu unserer Stimmung, denn wir mussten die Reise fast abbrechen. Durch Glück haben wir in einer Apotheke sämtliche Medikamente bekommen, die bei uns rezeptpflichtig sind, und haben alle frei bekommen und haben uns aber eingedeckt damit und haben das ganze Sache wieder einigermaßen in den Griff bekommen. Ja, hier in Rumänien kann man Cortison rezeptfrei in der Apotheke bekommen. Das, glaube ich, hat uns jetzt gerettet. So wie es aussieht, können wir weiterfahren. Ja, Mitte letzten Jahrhunderts hat sich ein einheimischer Künstler einfallen lassen, dass er statt normalen Grabsteinen diese blauen Kreuze hier anfertigen lässt für die kürzlich Verstorbenen. Und da stehen eben Geschichten drauf von diesen Verstorbenen. Gute Geschichten, böse Geschichten. Eine Kapriole, Kapriolen aus ihrem Leben. Lustige Geschichten und eben auch Bilder des Verstorbenen. Und es ist wirklich sehr außergewöhnlich und ja. Interessant zum Anschauen. Sehr interessant auf alle Fälle. Genau. Wenn du einmal die Kirche im Hintergrund anschaust, das ist ein Meisterwerk. Es ist wirklich ein Meisterwerk, diese Kirche. Mit so kleinen Mosaiksteinen, wie es hier in der Maramuresch-Gegend üblich ist, wie auch manche ihre Häuser schmücken. Ja, jetzt gehen wir mal durch. Come closer, dance for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see. All your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be together. Everything that has been done. Am Friedhof entlang gibt's jede Menge Stände. Wir stehen jetzt hier an der UNESCO-Kirche in Sordesti mit dem 72 Meter hohen Turm. Die Kirche ist aus Holz und ist typisch für die Region Maramuresch. So, die schauen wir uns jetzt mal von innen an. Mit diesen Aufnahmen verabschieden wir uns von euch in diesem Teil. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und abonniert fleißig unseren Kanal. Wir sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Servus von den Reisefanaten.